sausen und raus, aber wer wieder benutzt den offiziellen Übergang in die Tabuzone Grenzland wird erobert, individuell und massenhaft. Ein neues Freizeitvergnügen für die ganze Familie. Andrang auf beiden Seiten des maroden Mauerwerks, besonders begehrt ein Platz auf den Aussichtstürmen. Den Eindruck beschreiben die Berliner in gewohnt ausführlicher Weise. Wahnsinn, also. Es gilt, neues Terrain zu sondieren, vorsichtiges Herantasten. Vollkommen neues Gefühl, also man muss sich immer wieder ein bisschen neu orientieren. Aber wo ein Wille, da auch ein Übergang. Gelegentlich stören noch Zäune, doch Barrieren gilt es sportlich zu nehmen. Wer will denn schon bis zum 1. Juli warten? Und dieser Taxifahrer hat einen plausiblen Grund für den vorzeitigen Grenzdurchbruch. Meine Frage, sind hier losgefahren und da war der kürzeste Weg und den muss ich ja nehmen. Das Grenzgebiet, noch eine Grauzone ohne Straßenverkehrsordnung, das letzte Reservat der Gesetzlosigkeit scheint es. Wildwest im Land zwischen den Stadthälften und ein Reservoir für Bauherren und Bastler, ob Betonteile oder Bretter. Blaufuchs nehmen die Grenzer den Trabi-Anhänger und wundern sich über die neue Nutzung ihres alten Arbeitsplatzes. Tja, heutzutage ist alles möglich. Ja. Nötig. Was soll's, da sind aber bis 5 Tage noch. Da stieg gestern sogar eine Fete auf ehemaligem Todesstreifen an der Bernauer Straße mit Westbier aus der Flasche und Ostwurst aus der Waschmaschine. Ja, wir machen heute wahrscheinlich die letzte Mauerparty dieser Stadt und werden uns bemühen, dass es eine richtig schöne Party wird. Zweifellos, eine neue Zeit ist angebrochen. Neue Wege tun sich auf und neue Preise auf dem Mauerdienstleistungsgewerbe für Souvenirsammler. Das Grenzland als Selbstbedienungslage und Abenteuerspielplatz. Ein Erlebnispark für alle Alters- und Berufsgruppen. Zu welchem Orden gehören Sie, wenn ich das so fragen darf? Marienschwester. Macht das nicht alles da rein nachher. Hätte weg. Vergelt's Gott. Socken verkaufen NVA-Uniformen, der Ausverkauf eines Landes. Die Grenzer sind aus dem Häuschen und leiden unter Autoritäts- und Motivationsverlust. Wir kriegen unser Geld dafür, also machen wir auch unsere Aufgabe ordentlich. Was soll ich dazu noch sagen? Wenn man weiß, dass man nur noch eine Woche hier steht und danach nicht mehr weiß, was wird. Was soll man da sagen? Und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen jetzt. Wir auch nicht über den letzten Sonntag im Niemandsland zwischen den Welten an der alten Grenze.